Halli und hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde, die Sims 4. Ja, ich bin ein bisschen gerade desorientiert. Ich muss jetzt mal gucken, was hier los ist. Die Laura und die June unterhalten sich schön hier in der Küche. Ich bin noch nicht ganz wach, weil es hier gerade morgens ist, wo ich aufnehme. Relativ früh morgens. Ach, der Don ist auf der Arbeit. Da könnten wir ihn doch eigentlich mal ein bisschen ranglotzen lassen auf der Arbeit. Soll er mal hier fleißig sein? Würde ich sagen. Und ja, das glaube ich, wäre eine echt gute Sache. Haben wir das hier überhaupt aktiviert? Nee, haben wir. Doch, wir haben es aktiviert. Die emotionale Aura. Von diesen Steinchen könnten wir ein paar mehr sammeln, weil wir haben ja jetzt zwei aktive Sims hier im Haushalt. Was möchte die Laura denn? Einen Sandsack verwenden. Das kriegen wir hin. Trainingsgerät kaufen. Na, erstmal Sandsack verwenden. Erstmal den Sandsack verwenden. So. Und die June. June scheint müde zu sein. Die June geht mal auf die Toilette. Und danach geht die June dann schlafen. Die June möchte unbedingt einen Whirlpool kaufen. Aber die June möchte auch eine Küchenprofi-Station kaufen. Sie möchte viele Dinge. Und wir müssen die Pinnwand, glaube ich, noch. Die werden wir mal hier die Einträge löschen. Jo, okay, die June muss, die Laura muss auf der Arbeit sein. In einer Stunde. Möchte mit June plaudern. Dann lassen wir sie noch. Achso, die June ist im Bett. Können wir nicht mehr plaudern. Naja, dann soll sie hier noch ein bisschen Sonntag boxen. Oder duschen. Duschen wäre auch eine gute Sache. In der frischen Dusche nehmen. Dann geht sie vielleicht energiegeladen auf die Arbeit. Mit ein bisschen Glück. Sie duscht mit Klamotten. Sich irgendwie erst ein bisschen spät ausgezogen, die gute Laura. Aber ja. Okay, sie geht. Die Laura muss die maximale Muskelmasse erreichen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, außer sie weiterhin Sport und noch mehr Sport machen zu lassen. Wenn ihr da Tipps habt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich hatte bis jetzt noch keinen Sim mit der maximalen Muskelmasse. Oh, was ist jetzt passiert? Und Don Lothario hat heute 136 mit nach Hause gebracht. Ist jetzt nicht so viel, ne? Außerdem hat er großartige Arbeit geleistet. Das ist schön. Laura ist zur Arbeit. June muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Das bedeutet, die June muss doch jetzt dann auch, ne? Irgendwie. Sollen wir die June mal Urlaub nehmen lassen? Nee, komm, wir brauchen mal Cash hier. Alle Sims müssen auf der Arbeit. Alle Sims. Aber der Don ist müde. Der möchte jemanden küssen. Am besten dann die Laura, wenn schon. Und ja, dann soll er doch einfach mal schlafen gehen. Er soll einfach mal schlafen gehen und dann kann er ja Löwenmäulchen. Ein Löwenmäulchenstrauch. Glockenblumenstrauch und Apfelbaum. So, die jetzt muss die June auf die Arbeit. Dann muss sie da mal schnell gehen. Die Gartenzwerge. Ja, da müssen wir uns irgendwie auch mal drum kümmern, ne? Wir müssen nochmal mit der June so eine Versammlung von den Gartenzwergen starten irgendwie. June ist zur Arbeit. Nicht gares Gericht. Ein unzufriedener Gast hat ein noch nicht gares und ungenießbares Gericht reklamiert. June hat zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Gericht in die Mikrowelle stellen oder es nochmal ganz neu zu... Nee, wir bereiten das neu zu. Ordentlich sein. Oh, Leistungsverschlechterung. Nicht schön. Es dauert zu lange, das Gericht neu zuzubereiten und der Kunde geht. Das nächste Mal sollte June die Mikrowelle benutzen. Naja, ich weiß nicht. Ich hätte das nicht gemacht. Wie seht denn ihr das? Ich finde es nicht gut, wenn man dann Sachen in die Mikrowelle stellt. Also im Restaurant jetzt, wenn ich zu Hause benutze ich ja schon eine Mikrowelle, aber nicht, wenn das jetzt meine Arbeit wäre. Ich
glaube, der Don, der muss ein bisschen mal hier verdorbenes Essen aussortieren. Muss ich mal ein bisschen nützlich machen hier im Haushalt, glaube ich. Kann der denn eigentlich irgendwelche Merkmale? Ne, wir haben erst 100 verdient. Da sind wir noch lange nicht so weit. Ja, gut. Er hat ein Bestreben natürlich. Er möchte Dates. Die können wir erstmal mit der Laura haben. Das ist ja kein Problem. Aber jetzt schläft er. Schläft selig. Gucken, wie lange wir ihn noch schlafen lassen. Ja, ich denke, das reicht. Kann er aufstehen? Oh, die Laura darf sich ein. Wenn ich jetzt wüsste, als Meilenstein der Muskeln nimmst du an einem Fitness-, Ernährungs- und Gewichtstraining teil. Trainiere andere Sims, posiere vor Fans und werde zum Muskelpaket. Ja, das ist Bodybuilderin. Profisportlerin. Sie möchte ja eigentlich. Sie möchte ja eigentlich die maximale Muskelmasse erreichen. Ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir die Profisportlerin-Karriere. Ja, komm, ich glaube, die maximale Muskelmasse muss man auch anders da erreichen können. Wir nehmen Profisportlerin. Das nehmen wir jetzt. Da verdient man sogar ein bisschen mehr. Ja, komm. So, Laura wurde befördert. Zur Unterligaspielerin. Sie verdient jetzt 12 mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 51 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem einen folgenden Bonus erhalten. 413. Nice. Ein Sportposter haben wir bekommen. Neue Klamotten. Interaktion über Sportstatistik reden. Und Gegner studieren. Ja, sehr schön. So. Das haben wir doch hier. Was machten die jetzt? Die hat schlechte Laune hier mit dem Mirko. Mit dem Mirko Schwarz. Die soll sich mal hier vom Don aufmuntern lassen. Ist auch ultra müde. Ja, sie hat tatsächlich neue Sportklamotten. Die Laura muss erstmal ganz dringend aufs Klo, sonst bevor wir hier irgendwas machen können. Der Don ist, das ist in Ordnung. Und wir haben wieder Vampirbesuch. Von dem Caleb. Caleb war Tore. Und weg ist er. Zack. So, ich glaube, mehr Auswahl. Nee, Heiratsantrag jetzt nicht. Ich wollte irgendwie ihn küssen, einfach nur küssen. Müsst ihr gehen? Und vielleicht noch ein Techtelmechtel, dann hätte er definitiv gute Laune und sie auch. Wäre praktisch. Ja, sie sind auf jeden Fall beide begeistert. Obwohl die Laura total müde ist, egal. Und der Don, der kann dann ja hier später weiter essen. Nach dem Techtelmechtel. Passt. Don geht dann essen, Toilette und duschen.
Nur irgendwie hat sich das nicht erfüllt. Wahrscheinlich, weil die Interaktion von der Laura ausgeführt wurde. Müssen wir da noch... Und freundlich zu Laura sein, wenn der Techtelmechtel nicht freundlich ist, dann weiß ich auch nicht. Aber es zählt natürlich halt nicht als die richtige Interaktion. June hat heute 196 mit nach Hause gebracht. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. In Ordnung. Dann geh mal schlafen, June. Die June ist müde. Alle Sims sind heute hier müde. Die Laura pennt ein. Unzufrieden. Naja. Aber die Laune hat's aufgefüllt. So, ja, Laura, dann geh mal ordentlich schlafen jetzt. Deine Batterie komplett leer ist. Er hat ja gar nicht mehr so viel Hunger. Muss man aufpassen, dass er nicht zu viel isst. Aber es passt, es ist dann auch leer. Einmal gleich aufräumen. Super. Er macht es schon von alleine. Hat er jetzt was kaputt gemacht? Ach nee, das ist hier Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Ja, dann müssen wir es mal ändern. Müssen wir doch auf ein neues Bett sparen. Wir könnten die Küchenprofi-Station kaufen, glaube ich. Ich meine, die kostet 1500. Die Frage wäre nur, wo stellen wir die dann hin? Ja, wir gehen mal gucken. Wir gucken mal im Kaufmodus, ob das ginge. Ob die überhaupt erhältlich wäre. Küchenprofi-Station, das war doch hier, oder? Küchenprofi-Station komplett abgeschirmt. Lucullus. Nee, kostet zu viel. Aber wir hatten doch... Ich hatte mir doch eine angeguckt, die günstiger war. Habe ich mich da so getäuscht? Schade. 3300? Doch, ist ziemlich viel. Die Törtchenfabrik kostet 1200. Vielleicht habe ich das mit... Vielleicht habe ich das mit der Törtchenfabrik verwechselt. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen ordentlich sparen. June, das wird so nix hier. Hat die June vielleicht noch irgendwas im Inventar, was man da... Nicht wirklich. Die hat Fisch. Packen wir mal in den Kühlschrank. Und Barsch, packen wir auch mal in den Kühlschrank. Und das ist verdorben. Tun wir mal ganz raus. So, das kann die... Nee, das kann eigentlich auch der Don aufräumen. Der ist jetzt eh wach und macht sowieso da Ordnung. Ja, da müssen wir noch irgendwie ein bisschen extra Geld verdienen. Das hilft ja nichts. Ich kann der Don mal ein bisschen was graben. Und... Ernten. Und hier was ernten. Gibt's noch was? Einfach mal alles einsammeln rundrum. Frösche. Frösche suchen. Glockenblumenstrauch nicht ansehen. Achso, deswegen. Ernten. Ich will es doch ernten. Hier können wir auch nochmal ernten. Jetzt hat er was zu tun. Der gute Don. Der macht alles kaputt, du. Reparier das. Ja, müssen wir warten.
Repariert es am besten, bevor die Mädels zurückkommen. Guck mal, wie er hier buddelt mit Hammer und Meißel. Was haben wir denn gefunden? Kristall, ein Rubin. Oh. Vielleicht lassen wir den öfter mal suchen. Wenn der da so coole Sachen findet. Energiegeladenes Dekor. Finde ich nice. Finde ich nice. Das packen wir jetzt hier auf den Schrank mit drauf. Oder auch nicht, das ist ziemlich groß. Packen wir es da drauf. Aktivieren, ja. Nice. Das gibt jetzt nicht so viel, aber immerhin ein bisschen was. Nee. Wenn man für die Pilze nichts kriegt. Wieso kriegen wir für die Pilze nichts? Sind die so schlecht? Robuster, essbarer Pilz. Glockenblumen kriegen wir auch nichts für. Na gut. Gestreifter Blattfrosch. Den können wir verkaufen. Gut, ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst, aber ich denke knapp 100 Simoleons werden es wohl sein. Was haben wir denn eigentlich? Erdbeeren, Äpfel. Was haben wir noch? Glockenblumen. Löwenmäulchen haben wir nicht gepflanzt, oder? Dorn hat die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Das ist schön. Gehen wir mal erst weg. Die ganzen Sachen. Wir könnten ein Löwenmäulchen pflanzen. Oder? Pflanzen, genau. Ein bisschen unseren Garten erweitern. Da kann der Don nochmal graben gehen. Hat aber ganz schön zu kämpfen mit der Dusche. Don hat erfolgreiche Tuning-Teile bekommen. So, Erdbeerstrauch, Glockenblumenstrauch, Löwenmäulchen. Pilze könnten wir doch auch pflanzen, oder nicht? Wo ich gerade so drüber nachdenke. Nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal. Wir erweitern unseren Garten immer ein bisschen. So. Dann soll der Don hier unbedingt das Waschbecken noch reparieren. Eine Kapsel ausgegraben. Ja, da sind wahrscheinlich wieder so Figuren drin. Nee, nicht in Welt platzieren. Quatsch. Öffnen. So, da kriegt man irgendwie nichts für, aber das macht gar nichts. Noch eine Kapsel hat er ausgegraben. Müssen wir zweimal öffnen. Kann die Laura dann inzwischen wieder aufstehen? Ja, ich denke schon. Dann soll die mal hier etwas essen. Und die June. Ja, die June muss erstmal auf die Toilette. Dann kann die June auch was essen. Ja, Don, wenn man alles kaputt macht, muss man auch was arbeiten. Jammert da. Der jammert. So, jetzt bin ich aber doch am Überlegen, was wir kaufen könnten mit diesen 1500 Simoleons. Vielleicht wenigstens einen neuen Kühlschrank? Oder eine neue Dusche? Wir gucken mal. Irgendwas muss es doch Gescheites geben. Oder eine neue Toilette? Haben wir schon eine gute Toilette? Nee, wir haben keine gute Toilette.
Am besten gehen wir hier über Badezimmer. Jetzt gucken wir doch mal, der kritische Thron. Schalte Berufswehr Kunstkritiker frei. Nee. Wir brauchen ja eigentlich nur eine, eine wirklich gute Toilette, ne? Zuverlässigkeit 8, Komfort. Unkaputtbar wäre sinnvoll. 1800, fehlen uns noch 300. Die sparen wir noch an. Das lohnt sich. Das sparen wir noch an, Leute. Da verkaufen wir irgendwas. Kriegen wir hin. Wir gucken mal, was die June im Inventar hat. Die hat nur Bücher. Wir gucken mal, was die Laura hat. Die Laura hat Erdbeeren, aber nicht viel. Was haben wir denn im Kühlschrank? Wenn wir hier... Pilze können wir nicht verkaufen. Wenn wir hier die Erdbeeren verkaufen. 20. Die Äpfel. 36. Müssen wir doch unsere Fische hier loswerden erstmal noch. Wir verkaufen einfach jetzt alles. Alles, was geht, um auf die 300 zu kommen. Die Laura hat nichts. Die June hat nichts. Wir können die Puppe verkaufen. Haben wir die schon? Ne, wir haben die aber noch nicht. Ich will die eigentlich nicht verkaufen, wenn wir die noch nicht haben. Die sammeln wir. Wir könnten natürlich auch die Toilette verkaufen. Aber das will ich nicht, wenn ich ehrlich bin. So, der Don plündert jetzt mal hier die Teile. Und du solltest das noch öffnen. Die Tuning-Teile verkaufen. Das geht. So, aufräumen hier. Uns fehlen noch 100. Auf die kommen wir. Das kriegen wir noch hin. Wir werden hier einfach noch ernten. Und dann müsste es passen. Und dann geht mal bitte schlafen. Passt nicht mehr. Ja, das ist doof. Da soll die jetzt nicht stehen, ne? Machen wir es mal dahin. Okay, June. Turbogang. June, die Toilette, das ist natürlich hier doof mit der Toilette. Schlaf- und Badezimmer. Nee, nix. Ich will hier gar nichts. Ich will hier gar nichts verändern. Die June muss halt nochmal die Toilette benutzen. Das ist das ganze Problem. Weil die hier ganz dringend auf die Toilette muss. Mit Freunden reden. Nee, nee, nee. Lass mal, June. Was ist mit der Laura? Die Laura kann doch auch langsam aufstehen, oder? So, alles ernten. Tun. Komm, Toilette und dann ernten ist wichtig. Bewässern wäre auch nicht schlecht. Ja, Laura, was ist mit Aufessen? Schon besser. Okay, so, hoffentlich haben wir genug. 40. Hello. 20. 24. Nee, es fehlen immer noch 10. Gibt's doch gar nicht. Tun, geh mal Pilze noch ernten. Wo könnten wir noch was abernten? Bist du Mäuse melken? Uns fehlen 11 Simoleons.
wir? Können wir? June, vielleicht ein Fisch? Ich probiere hier alles. Ich gebe hier alles einfach. Hallo, ich muss einfach mal raus. Hast du Lust, mit mir ein Restaurant Shilama zu frühstücken? Nee, gerade nicht so. Wir müssen jetzt ganz dringend einen Fisch fangen. Wir haben eine wichtige Mission. Sieht aus wie Müll. So, was macht denn die Laura? Die Laura räumt auf, das ist ganz gut. Das ist eine ganz gute Sache. Bücher kann man auch weglegen. Lass mir die Laura einfach mitangeln. Chancen erhöhen sich dann auf den Fisch. June, komm, das ist doch nicht das erste Mal. Du hast doch schon mal einen Fisch gefangen. Kriegst du das jetzt hin? Ich will unbedingt die Toilette. Ich könnte auch die alte Toilette verkaufen, aber ich will das nicht, weil Laura hat die Angelfähigkeit erworben. Ja. Ich will die alte Toilette nicht verkaufen, weil ich die alte Toilette für den Laden benutzen will. June hat irgendwas gefangen. June hat folgendes gefangen. Apfel. Naja. Drei. Die Laura. Die Laura ist Profi. So, nice. Dann kann sie auch duschen gehen. Reicht schon. Und wir kaufen uns mal im Kaufmodus eine neue Toilette. Die kommt ins Haushaltsinventar. Da ist auch noch der Sportposter. Macht das Zimmer ein bisschen hübscher. Okay, dann mal los. Toilette, Toilette. Und jetzt müssten wir die uns nämlich leisten können. Und das ist doch... Wollen wir mal eine andere Farbe nehmen? Wollen wir die irgendwie... Wollen wir die schwarz machen? So, oder die Farbe? So. Ach komm, wir nehmen schwarz. Das wird ja komplett ausgetauscht, das ganze Bad. Bleibt ja so nicht. Ich glaube, das nächste Ziel ist dann hier die Dusche und den Kühlschrank auszutauschen, damit wir endlich bessere Möbel haben. Ein Kaiserfisch hat die June gefangen. Nett. Ja, lassen wir sie noch ein bisschen weitermachen. Sie hatte Spaß am Angeln. Okay, und die Laura geht duschen. Der Don Lotario schläft. Läuft alles soweit ganz gut hier bei den Sims. Und unsere Aufnahmezeit ist ja kräftig überzogen. Deshalb sage ich euch erst einmal Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal. Eure Kalugia.